Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hallo und herzlich willkommen in der Sektion Motivation für Deutsch bei dem zweiten Beitrag. Mein Name ist Konstantin Scharanow, ich arbeite am Goethe-Institut Moskau und bin zuständig für die Motivationsangebote des Goethe-Instituts für Deutschlernende. Und wir tun alles, damit das Deutschlernen an Schulen und Universitäten Spaß machen soll. Und auch generell als Goethe-Institut ist die Motivation für den Deutschunterricht ein genereller, aber zielgruppenspezifischer Ansatz der Deutschförderung. Aber es gibt leider kein universelles Rezept. Und eben dem Thema ist unsere Sektion gewidmet. Und wir freuen uns besonders, dass wir für den Vortrag in der Sektion Herrn Professor Dr. Matthias Barlott von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gewinnen konnten. Herr Dr. Barlott ist seit 2009 Professor für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, war von 2015 bis 2020 Leiter des Arbeitsbereichs Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache am Germanistischen Institut und ist seit 2015 Direktor des Sprachenzentrums an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und Herr Barlott wird uns die Möglichkeiten zeigen, wie man die Klaviatur der Motivlagen von Lernern bespielen kann, was ich für einen sehr schönen Ausdruck halte. Und ich freue mich an dieser Stelle, das Wort an Herrn Professor Barlott übergeben zu können. Ja, guten Tag in die Runde. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, gleich Ihnen in der nächsten halben Stunde einmal vorzustellen, welche Möglichkeiten ich sehe, diese Klaviatur, wie Sie es gerade eben nochmal angesprochen haben, zu bespielen. Und ich habe dazu eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich denke, wie viele andere auch. Und die würde ich jetzt gerne starten, um Ihnen also ein bisschen geleitet über 42 Folien zu zeigen, was ich mit Motivation und mit Entschuldigung. Jetzt bin ich in der verrutscht. Das ist der Vorführeffekt. Ja, genau. Hier geht's los. Nein? So, Entschuldigung, hier geht es los. Ich fange mit dem Titel an. Königsweg oder Holzweg? Das ist natürlich eine Anspielung darauf, dass es den richtigen oder den einzigen Weg nicht gibt. Es gibt also weder den Königsweg noch den Holzweg, sondern man muss es eben probieren. Man muss die Wege bestreiten und begehen und dann kann man sehen, was funktioniert. Und ich möchte gerne, wie gesagt, Ihnen zeigen, welche Ideen ich Ihnen an die Hand geben möchte oder nahelegen möchte, es auszuprobieren, einen Weg zu gehen. Und dann muss man eben selbst sehen, ob das der Königsweg war oder vielleicht doch ein Holzweg, sich als Holzweg erwiesen hat. Ich möchte ganz kurz meinen Vortrag einbetten in die Veranstaltung, die Gesamtveranstaltung. Ich möchte etwas sagen über Motivation und Motivierung. Entschuldigen Sie bitte, ja. Wir können Ihren Bildschirm noch nicht sehen. Moment. Könnten Sie das bitte prüfen? Jetzt, genau. Jetzt? Ja, super, danke schön. Gut, Entschuldigung, jetzt, also die Agenda. So läuft die Zeit dann schon zu Beginn gleich weg. Also ich möchte etwas sagen über didaktisch-methodische Vorklärungen, möchte etwas über Neugier als Schlüssel zur Motivation sagen. Eine Vielfalt an Methoden, Medien und Materialien ist meines Erachtens unabdingbar. Und ich möchte Ihnen ein paar Beispiele und Anregungen für das Sprachenlernen dann im letzten Teil meiner Präsentation, meines Vortrages zeigen. Die Kontextualisierung ist Motivation für Deutsch. Das ist die Sektion, die Sie gewählt haben für diesen Beitrag, den Sie jetzt sehen. Und als Fragen, als Leitfragen waren auch vorgegeben oder sind vorgegeben, wie kann man Schülerinnen und Studierende von DAF überzeugen und für DAF begeistern? Wie kann man ihre Aufmerksamkeit auf Deutsch als interessante Sprache und Bildungsmöglichkeit lenken, so dass sie es gerne lernen wollen? Und die dritte, die ich mir rausgesucht habe, war, welche Rolle kommt dabei auf die Digitalisierung und die Medienkompetenz von Schülerinnen und Lehrkräften zu? Soweit ist das ja die Motivation auch für Sie, diese Sektion und diesen Vortrag zu hören. Und darauf möchte ich jetzt Bezug nehmen.
Zunächst einmal gilt es zu fragen, was ist denn überhaupt Motivation oder was bedeutet es, wo kommt es her und wie kann man damit dann umgehen? Es kommt aus dem Lateinischen von movere, also eine Bewegung, etwas antreiben, eine Triebkraft, könnte man sagen. Und bei Wikipedia, also auf der ganz Präsenzseite, habe ich gesehen, und das deckt sich mit den psychologischen Definitionen. Motivation bezeichnet die Gesamtheit an Motiven, Beweggründen, die zur Handlungsbereitschaft führen und auf das emotionale und neuronale, auf emotionale, neuronale Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Das klingt relativ abstrakt und relativ anspruchsvoll, aber ich bin mir sicher, dass Sie alle aus der eigenen Erfahrung heraus dieses Gefühl kennen, was hier beschrieben ist, nämlich ich bin motiviert, ich bin voller Elan, ich möchte sofort loslegen, ich platze vor Tatenkraft und manchmal ist man eben nicht motiviert, dann schleicht man durch die Wohnung und macht dies noch oder jenes und Dinge, die vielleicht gar nicht eigentlich im Fokus liegen und so. Geht es eben auch den Lernern, die mal mehr, mal weniger motiviert sind und die Sprache lernen wollen. Und jetzt ist es so, dass in der Psychologie der 70er Jahre, und ich spreche jetzt gar nicht als Wissenschaftler zu Ihnen, sondern wirklich eher als Sprachenlerner, als Didaktiker, die Unterscheidung eingeführt hat zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Bei der intrinsischen Motivation ist quasi das Motiv aus mir selbst heraus definiert. Also ich möchte diese Tätigkeit ausführen. Und bei der extrinsischen Motivation wird dieser Impuls von außen an mich herangetragen, um etwas zu machen, von dem ich vielleicht das gar nicht unbedingt machen wollte bislang oder dann angeregt werde, es dann zu tun. Das heißt, einmal von aus sich selbst, von innen heraus und das andere Mal von außen angeleitet oder angestoßen, diese Motivation. Und ein Autor, den ich sehr schätze, der kommt an sich gar nicht aus dem Sprachenlernen, nicht aus der Psychologie, der ist Philosoph. Und der hat einmal gesagt, dass die Handlungsentscheidungen eben aus einem Bündel an emotionalen, psychosozialen, ethischen, ökonomischen Aspekten heraus getroffen werden. Und dass sie vor allem individuell und situativ sind. Auch das hatte ich ja eben schon gerade gesagt. Man selbst ist auch nicht immer gleichbleibend motiviert, sondern mal mehr, mal weniger. Und das hat eben mit ganz vielen äußeren Faktoren zu tun, aber eigentlich mit meiner inneren Gestimmtheit. Und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Er sagt, es ist ein Mythos, dass ich jemandem eine Motivation nahebringen kann oder eben Motivation andienen kann, sondern es gibt im Kern nur diese intrinsische Motivation, die aus mir selbst herauskommt. Alles andere muss ich anders bezeichnen. Das heißt dann eben nicht mehr Motivierung, sondern es muss, entschuldigen, Motivierung heißen. Also Motivation kommt immer aus mir selbst. Motivierung heißt, ich versuche jemanden zu motivieren. Und wenn ich das jetzt auf das Fremdsprachenlernen, auf das Deutschlernen übertrage, ist es relativ einfach. Dann heißt es, ich muss die Motivation nicht von mir ausdenken, sondern vom Lerner aus, vom Schüler aus. Und dann gilt die Frage, die es zu stellen gilt, was könnte ihn motivieren oder sie? Und nicht, wie könnte ich ihn motivieren? Das heißt, hier brauchen wir einen Perspektivwechsel, weg von dem Lehrer hin zum Schüler und zu sagen, was könnte ihn motivieren? Und nicht, wie kann ich ihn motivieren? Und das hat natürlich dann in der weiteren Folge Konsequenzen, die ich Ihnen jetzt nahelegen möchte. Ganz klassisch bleiben wir bei den didaktisch-methodischen Grundfragen, also der Gestaltung des Unterrichts und der Lehr-Lern-Situation. Das heißt, welche Anforderungen und Prinzipien der Gestaltung dieses Szenarios oder dieser Unterrichtssituation kann ich nutzen, um es motivational zu bereichern? Und das Zweite ist dann, wann, wo und wie werden Sprachenlernen aus der Lernerperspektive spannend, anregend und lehrreich? Das habe ich dann gefunden bei einer ausführlichen Recherche. Ich dachte, da müsste es doch ganz viel zu diesem Thema geben, frühes Fremdsprachenlernen, Motivation. Dem ist leider nicht so. Also es ist relativ wenig beachtet, dieses Feld. Aber bei Wikke von 2004, Sie sehen auch die Titel und die Quellen immer unten eingeblendet, habe ich 15 Prinzipien gefunden, die einen lerneraktiven Deutschunterricht unterstützen oder anregen. Als erstes sagt er, aktive Schüler lernen leichter. Das heißt, ich muss die Schüler aktivieren, mitzumachen, sich zu beteiligen, nicht sie begreifen als Schüler, die einfach nur da sitzen und zuhören, wie sie jetzt mir,
und ich erzähle ihnen etwas. Also die Schüler anzuregen, einzubinden, zu beteiligen. Das heißt, auch das ist der zweite Punkt, also durch den Schüler Einbezug eben die Möglichkeit geben, sich aktiv in diesen Lernprozess einzubringen. Das bedeutet dann wiederum, dass ich beim Sprachenlernen viele schülerorientierte Aufgaben einbaue und nicht unbedingt die Lehrerzentriertheit dabei habe. Lernen mit Kopf, Herz und Hand, das meine ich über musische Zugänge, über praktische Zugänge, über Handlungsvollzüge, die eben nicht nur an einem Heft oder an einem Übungsmaterial orientiert sind, sondern die Möglichkeit bietet, darüber hinaus teilzuhaben. Das entdeckende Lernen, das werden Sie auch alle wissen, das ist eine spannende Perspektive auf das Lernen, dass man Angebote schafft, aus denen heraus die Schüler selbst ihre Aktivitäten wählen und eine Art Erlebnis haben, bei dem sie sich Neues aneignen. Lernpartnerschaften bilden, das, was man mit dem Tandemlernen ja im Fremdsprachenlernen schon gut etabliert hat, auch das bietet viele Möglichkeiten, entweder zwei gleich starke oder zwei unterschiedlich kompetente Sprecher miteinander oder Lerner miteinander zu bringen. Da steckt viel Potenzial für Motivation drin. Außerschulische Lernorte einbeziehen, also tatsächlich nicht nur den Klassenraum oder das Übungsheft zu nehmen, sondern Materialien und Anregungen, die den Ort erweitern und vergrößern. Verschiedene Sozialformen nutzen und das geht weiter, den Lernprozess mit einbeziehen, die Schülerprodukte, die entstehen, ernst zu nehmen, also nicht nur das Heft zu korrigieren und das hast du gut und das hast du schlecht oder falsch gemacht, sondern die Schülertexte und das, was sie eben dann auch an Äußerungen tätigen, aufzugreifen und das zu thematisieren. Moderne Medien nutzen, dazu kommen nachher noch ein paar Beispiele und kreative Elemente und Spiele einbeziehen, also auch da nicht nur das Lernen im Mittelpunkt, sondern so ein entdeckendes Lernen und Spielen einbeziehen. Die Gelingensbedingungen, auch die habe ich Ihnen mal versucht zusammenzufassen. Heißt, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Lehrer, also Sie selbst, motiviert sein sollten. Also ich habe es ja eben gesagt, ist nicht mal gleich der Fall, aber eine gute Vorbereitung und eine überzeugende Darstellung dessen, was man vermitteln möchte, ist, denke ich, in jedem Lehrgeschäft und in jedem Fach und jedem Kontext wichtig. Mitsprache und Mitbestimmung, auch das ist ein Prinzip, was wir in der Schule jedenfalls in Deutschland immer stärker haben, dass die Schüler auch Anregungen und Ideen einbringen dürfen und sich Themen wünschen dürfen, ähnliches mehr. Anerkennung, Wertschätzung, das ist ganz wichtig, gerade beim Sprachenlernen, was auch viel mit der eigenen Person zu tun hat. Ein gutes Gruppengefühl schaffen, dass die Lerner nicht das Gefühl haben, dass sie kontrolliert werden oder dass sie zusammengefeicht sind, sondern dass sie eine Gruppe sind, die gemeinsam etwas sich einen Erfahrungs- und Sprachraum eröffnen und schaffen. Gemeinsame Ziele setzen und ein Wettbewerb, der durchaus interessant sein kann im schulischen oder im Lernkontext, nur dann, wenn der Wettbewerb auch auf eine Chancengleichheit beruht, sonst ist es eher kontraproduktiv. Ich mache diese nächste Folie relativ kurz. Das ist tatsächlich mehr so zum Nachlesen. Das sind die Ebenen, die ich bei der Vorbereitung, bei der Planung meines Unterrichts mit in Betracht ziehen wollte. Also wie, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Bei den Zielen geht es darum, ja, was ist denn tatsächlich zu vermitteln? Was sollen die Schüler und die Lerner lernen? Dann im zweiten Schritt, welche Vorkenntnisse haben sie? Welche Sprachniveau, welche Lernertypen sind da in dieser Lerngruppe zusammengekommen? Um welche Inhalte geht es? Wie ist die Ausstattung des Raumes, die Situation, in der ich diese Vermittlung anstrebe? Welche Methoden habe ich zur Auswahl? Und schließlich, welche Medien kommen in Frage und in Betracht? Und auch das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich gleich nochmal eingehen möchte. Das hatte ich in der Agenda schon gezeigt, in der Ausgangsfolie. Wenn ich diesen Perspektivwechsel mache hin zum Schüler, was motiviert ihn, was könnte ihn motivieren, dann ist der Ausgangspunkt für Motivation die Neugier, die Schüler mitbringen werden oder gerade die jungen Schüler und die Anfänger häufig viel stärker als die alten Hasen und die Experten eine Neugier auf ein Land, auf eine Sprache, auf eine Situation, auf einen Lerngegenstand, der manchmal dann zum späteren Zeitpunkt doch deutlich abgekühlt scheint. Diese Neugier gilt es zu nutzen. Und gerade beim Sprachenlernen gilt es dann, Fragen zu stellen. Nämlich, was weckt denn eigentlich Interesse am Erlernen einer fremden Sprache? Wo ist da der Punkt? Was habe ich da für einen Mehrwert oder für einen Nutzen davon, wenn ich eine fremde Sprache lerne? Was ist interessant an dem jeweiligen Land dieser Sprache, in dem diese Sprache gesprochen wird?
was ist interessant an der jeweiligen Sprache selbst, an der Kultur dieser Sprachgemeinschaft. Welche methodischen Zugänge sind abwechslungsreich, also, dass ich nicht immer auf dem gleichen Weg es mache, sondern eben versuche zu variieren und verschiedene Möglichkeiten anbiete. Welche medialen Formen bieten die neuen Medien, insbesondere das Internet und der Computerzugang und die Nutzung davon, und was finden Schüler daran und Lerner daran vielleicht spannend? Und welche Materialien finden Schüler anregend? Und schließlich auch die Kontrolle und die Selbstlernkontrolle muss ja nicht immer der Test oder die Klausur oder der Lehrer sein, sondern das kann auch ganz anders erfolgen. Aber auch dazu ganz kurz am Schluss der Präsentation ein paar konkrete Anregungen. Ich gehe nochmal ganz zurück, Erlernen einer fremden Sprache. Das ist natürlich jetzt Eulen nach Athen tragen, das wissen Sie alle. Das Erlernen einer fremden Sprache ist eine Erweiterung der eigenen Grenzen, also der eigenen Perspektiven, die ich auf mein Leben, auf das, was ich über die Welt weiß, verbunden. Und die Grenzen meiner Sprache bedeuten immer die Grenzen meiner Welt. Und wenn ich neue Sprachen lerne, erschließe ich mir automatisch eine neue Welt mit neuen Kontexten, mit ganz neuen Horizonten, die ich in der eigenen Sprache so vielleicht gar nicht habe. Oder ich kann vergleichen, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Und letztlich ist diese Horizonterweiterung immer etwas, was ich als neues Entdecken des Lernen per se bei einer Sprache habe. Und in diesem Sinne, jetzt steige ich dann ein in die Möglichkeiten, die ich sehe. Also ganz konkret, das war jetzt so ein bisschen der Vorlauf. Das Deutschlandjahr in Russland ist ein wunderbares Beispiel dafür, in dem ich eben Sprache, Kultur, Wirtschaft, Beziehungen der Länder in historischer, aber eben auch in aktueller Beziehung zueinander setze. Über die Geschichte, über die Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen der Kulturen und der Politik und so weiter bis hin zu den Beziehungen, die natürlich auch immer mit verschiedenen Phasen geprägt sind und natürlich eine gemeinsame und auch eine geteilte Kultur. Also das ist ja kein Gegensatz, sondern diese beiden Arme, die aufeinander zulaufen, finde ich ein wunderbares Symbol dafür, dass es immer ein Dialog ist und ein Austausch und dass es gar nicht so hier das eine und da das andere ist, sondern dass es ein Miteinander ist. Immer. Und die wechselnde Seite dazu ist dann eben nicht die große Weltpolitik und das große Geschehen, die große Geschichte, in der Schüler dann häufig sagen, das ist alles abstrakt, ist weit weg, das habe ich nicht in der eigenen Hand, ich kann es nicht beeinflussen. Es gibt auch viele eigene Geschichten, also wie sind meine eigenen Erfahrungen mit Deutschland oder die meiner Eltern oder Großeltern oder bekannten Nachbarn, war ich schon mal in Deutschland, Berichte über Deutschland, was weiß ich überhaupt darüber, wie ist mein Bild geprägt, durch wen und durch welche Ereignisse vielleicht. Ja, also die große Geschichte, die kleinen und eigenen Geschichten. Und das ist dann meines Erachtens ein sehr guter Ausgangspunkt, um ins Gespräch zu kommen mit den Lernern und ihre Neugier zu wecken. Ein anderes Beispiel ist natürlich, sich an den Lebenswelten der Schüler und der Lerner zu orientieren. Und da fällt mir mehr als auf dieser Folie sichtbar unendlich vieles ein, was man entweder Geschlechtsstereotyp bearbeiten oder behandeln kann. Also sowas wie Fußballvereine, das wird Ihnen vielleicht nicht so nahe liegen, mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber für Jungs in einem gewissen Alter ist das zentrale Thema, zu welchem Fußballverein gehörst du und wo kommt der her und welche Spieler haben die und so weiter und so fort. Das ist ähnlich wie mit Autos, auch das muss einem nicht unbedingt selbst gefallen. Aber das ist für Jungs in einer gewissen Zeit extrem wichtig. Und bei den Mädchen gibt es ganz andere Themen, die sie quasi intrinsisch motivieren, an denen sie interessiert sind und mit denen sie sich gerne auseinandersetzen. Und auch die kann man einfach aufgreifen und thematisieren. Und dann gibt es ganz viele Themen, die jetzt ganz unabhängig davon, welches Geschlecht die Kinder haben, interessant sind. Also Sport, Hobbys, Tiere, Essen, Musik, Stars, Fantasy. Da ist ein unbegrenztes Universum an möglichen interessanten Themen, die Schüler von sich aus wissen wollen. Wie ist es denn in Deutschland und wie ist es in Russland? Das heißt, auch da gibt es natürlich einen Boden, auf dem das alles bereitet ist. Sprichwörter, Märchen, Volkslieder, Sagen und Mythen, die es sowohl in Deutschland, im deutschsprachigen Raum gibt und genauso in Russland. Ja, also die kann man gegeneinander setzen. Was sind so typische Motive oder typische Sagen, Märchen, Volksweisheiten, die übertragen werden, die ja für Kinder auch gemacht sind oder gedacht sind.
Und noch einen Schritt weitergehend gibt es natürlich hier wie dort so etwas wie ein Weltkulturerbe der UNESCO. Also ich habe hier mal rausgesucht, das kann so ein Industriekomplex sein, die es in Russland genauso gibt, oder eben besonders Landschaften oder Städte oder Orte, an denen eben etwas Bedeutsames passiert ist oder die eine Bedeutung für diese Kultur haben, die eben den Weltkulturerbe-Rang dann manifestieren. Oder beliebte Sehenswürdigkeiten, auch hier Sie sehen Schloss Neuschwanstein, auch wenn Sie noch nie in Deutschland waren. Ich denke, dieses Bild oder dieses Motiv oder diesen Ort kennen Sie, es ist ein Sehnsuchtsort, es ist wirklich wunderschön. Ein Märchen braucht man dann sofort dort im Kopf. Oder auch Feste, das Oktoberfest, was ja dieses Jahr ausgefallen ist, Corona-bedingt. Sie sehen, das sind alles Dinge, die Schüler vielleicht kennen oder ganz sicher kennen, mit denen man mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Warum ist das so typisch für Deutschland, die deutsche Kultur oder eben auch die deutsche Sprache? Nochmal zurück zu den methodischen Möglichkeiten. Das waren jetzt so Angebote für den Neugier, für den Einstieg in das Sprachenlernen. Allgemein würde ich sagen, es ist extrem wichtig, als Lehrer und als Lerngestalter diesen Zugang zu moderieren oder zu öffnen, indem ich unterschiedliche Arbeitsformen zum Beispiel nehme. Also ich kann manches in Einzelarbeit machen, ich kann Partnerarbeit oder Gruppenarbeit, Kleingruppenarbeit, ich kann es lehrerzentriert machen, ich kann also ganz verschiedene Möglichkeiten wählen, mit den Schülern zu lernen und die Schüler lernen zu lassen. Das würde jetzt fast schon zu tief gehen. Induktiv, deduktiv, entdecken, das hatte ich eben schon genannt. Projektarbeit, handlungs- und produktionsorientiert, also dass Sie eigene Texte oder eigene Wörter schreiben oder eigene Geschichten erzählen, je nachdem, was Sie können, wie weit Sie mit der Sprache sind. Es geht darum, dass ich verschiedene Arbeitsformen habe, in denen Freiarbeit oder gemeinsames Arbeiten der Schüler möglich ist und vieles mehr, auf das ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen muss oder möchte. Aber ein wichtiges Element ist eben, dass es nicht lehrerzentriert ist, dass ich das alles vorgebe, sondern dass die Schüler die Möglichkeit haben, sich spielerisch oder auch konstruktiv selbst einzubringen. Und Sie sehen hier auch mal die Quelle, auf die ich mich hier berufe und beziehe. Zum Leseverstehen gibt es auch ganz viele Anregungen, methodische Anregungen über Pantomime, über Wörterzeichnungen, über Bilddiktate, also Formen, die gar nicht eine hohe Sprachkompetenz oder eine visuelle Kompetenz voraussetzen oder eine Körperlichkeit, die ja in beiden Sprachen, auch wenn ich sie rudimentär oder am Anfang erst spreche, funktionieren. Memory-Spiel, Übersetzungsbüro, da kommen viele weitere Möglichkeiten, Schattenspiele, je nachdem zu den verschiedenen Arbeitsbereichen des Lernens, zum Sprechen, Wortschatz, Leseverstehen und anderes mehr. Und das sind, Sie sehen, das sind sehr schülerorientierte Formen. Karaoke, auch das ist etwas, was man mit Schülern sehr beliebt und sehr gut machen kann, dass sie über Lieder, die sie kennen oder sich die Texte und die dann übersetzt sind, zugänglich machen und dergleichen mehr. Sie sehen auch hier die Quelle, das ist also wirklich nur ein Ausschnitt, den ich Ihnen hier präsentiere, der mir wichtig war, Ihnen das vorzustellen. Das geht weiter. Sie sehen über Comics beispielsweise, Wandzeitungen, Standbilder, Figurenkonstellationen, über Film und Bilder, Ton, Poster, bis hin zu Playback oder Vorlesewettbewerbe, Fantasiereise und ähnlichem mehr. Also da gibt es eine ganze Reihe an wirklich interessanten und ganz unterschiedlichen Formen, die unterschiedliche Lernertypen, der eine ist eben eher auditiv orientiert, der andere mehr visuell, da aufgreifen, wo sie ihre Interessen und ihre Fähigkeiten vorrangig haben. Diese Seite Ihnen zumindest mit dem Link und der Fundstelle zu zeigen, war mir oder ist mir extrem wichtig. Das ist für alle diejenigen, die es gerne nochmal praktisch einerseits, theoretisch andererseits aufbereitet haben möchten, das, was ich jetzt in den 30 Minuten nicht mehr unterbekomme. Es ist ein Schatz, ein Fundus für jeden Lehrer und für jeden Unterricht, ganz egal, was Sie vermitteln wollen, welche Möglichkeiten es gibt, methodisch und ja in einer Gestaltung von Lern-Szenarien zu arbeiten und ein Repertoire zu nutzen, wie ich es ausgangs schon gesagt hatte. Jetzt komme ich zu den praktischen Beispielen und das passt ganz gut. Laut meiner Uhr haben wir noch gut 6 Minuten für diesen Block jetzt. Das ist weniger systematisch, wie ich es bei meiner Vorrednerin gesehen habe, an dem MINT orientiert oder an Materialien orientiert, sondern meine Überzeugung ist, dass es wichtig ist, die Themen und die Schüler dort abzuholen, wo sie stehen. Und das ist Internet beispielsweise.
Unendlich viele Möglichkeiten, auch da natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn ich als Lehrer es initiiere, ist das völlig in Ordnung. Ein Fundus, eine Quelle oder ein Quell an Material und an Auseinandersetzung mit Sprache, Kultur und den Ländern und allem, was man sich nur vorstellen kann. Und ich will so ein bisschen die Scheu davor, die Lehrer häufig haben, geht nicht zu Wikipedia, da kenne ich mich nicht aus oder hier ist da eine Gefahr oder jenes ist vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche als Lehrer, das stimmt. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn ich mich damit auseinandersetze und sage, mit welchem Ziel will ich die Schüler dort ins Internet schicken, was können sie dort finden, was lohnend ist und sie quasi darauf stoßen oder darin anleiten, ist das ein Quell an tollen Möglichkeiten. Das will ich Ihnen im Schnelldurchlauf einfach mal so ein bisschen aufzeigen. Mehr ist es nicht, dafür haben wir nicht die Zeit, aber ich will Sie ermutigen, selbst mal da zu schauen, was möglich ist und wie es möglich ist. Social Media, Web 2.0, das kennen Sie, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, bietet halt eben auch genau diese Möglichkeit, dass ich nicht nur etwas anschaue, sondern eben mich selbst als Lerner auch beteilige mit Kommentaren, mit Freunden, mit kleinen Nachrichten oder Posts oder welchen Möglichkeiten auch immer. Das hängt vom Medium ab. Aber die Schüler und die Lerner, die befassen sich wie selbstverständlich damit und viele sagen, aber wenn sie es den ganzen Tag machen, warum muss ich ihnen das dann auch noch anbieten? Ja, das kann man durchaus als Kritik anführen. Ich würde es aber immer umdrehen zu sagen, wenn ich weiß, warum und was ich damit intendiere, ist es eine wunderbare Möglichkeit. Und auch hier das als Einstieg, das ist so ein bisschen, ja, fast als Sprachlehrer ein Blasphemie oder eine Provokation, aber so meine ich es überhaupt gar nicht, sondern im Gegenteil. Sie sehen, das ist relativ simpel. Der Google-Übersetzer, auf den man schimpfen kann, den man ja, kritisch sehen kann als Sprachenlehrer ohnehin, das ist nicht didaktisiert, das ist fehlerbehaftet etc. pp. Aber es bietet interessante Möglichkeiten. Und was passiert denn, wenn ich da Fragen einstelle, die ich selbst habe, die mich umtreiben? Und da kann ich viel, viel mehr auch über die zweite Sprache, die vielleicht schon beherrscht wird, Englisch oder als Brückensprache, mir Dinge erschließen und spielerisch einfach mal ausprobieren, was passiert da. Und als Lehrer gucke ich dran und sage, oh, das kann man so nicht sagen, das muss ganz anders heißen. Also die Technik gerade in seiner Fehlerhaftigkeit, nicht Perfektion, ist eigentlich ein wunderbarer Anknüpfungspunkt zu sagen, wie sagt man das denn in der anderen Sprache? Und da ist zum Glück der Sprachenlerner, der Versierte, wie Sie es alle sind, deutlich weiter als der Google-Übersetzer nach wie vor. Auch das finde ich immer noch ein spannender Punkt. Wikipedia, auch da fremdeln viele Lehrer und Lehrkräfte, sagen, nein, Wikipedia ist keine gesicherte Quelle. Ich finde aber, es ist paradigmatisch, wie heute gelernt und gearbeitet werden sollte, indem eben alle zusammenarbeiten. Jeder kann sich daran beteiligen. Und Wikipedia in Deutschland jedenfalls ist eine sehr gute Quelle, finde ich, und eine sehr verlässliche Quelle. Ich kann es ja, wenn ich es genauer wissen will, dann auch in die Tiefe gehen, habe die Nachweise und gucke andere Artikel an und sage, so also ganz gefällt mir das nicht. Und das Witzige oder Schöne dabei ist, dass es eben nicht nur in Deutsch gibt, sondern eben auch in Russisch. Und auch da kann ich sehen, was sind die Top-Themen und wie sieht die Startseite hier aus, welche Bilder werden verwendet, welche Referenzen werden angeführt. Also kontrastiv die Kulturen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede über die verschiedenen Darstellungsformen alleine von Wikipedia finde ich ein wunderbares Thema, was Neugier weckt oder wecken kann. Dann das Zweite, eben nicht nur Wikipedia, sondern es gibt extra Wikis für Kinder. Auch deswegen habe ich hier die Quelle mit dazu gepackt. Klexikon ist wieder, wie gesagt, nur ein Beispiel. Bekannte Personen, erdkundliche Dinge, Berufe, Essen und Trinken, das hatte ich ja vorhin schon. Und dann fragt man sich, na, wie komme ich da ran? Und ja, über solche Wikis für Kinder, was essen Kinder denn in Deutschland gerne? Oder sind es die gleichen Dinge wie in Russland oder auch in Russland und Deutschland sind sehr große Regionen, also auch das ist regional verteilt. Ich meine es nicht McDonald's so als Gemeinsamkeit, sondern wirklich kulturell geprägtes Essen und so weiter und so fort. Also das kann man meines Erachtens sehr gut einbauen und nutzen. Es gibt so etwas wie Kindersuchmaschinen, da findet man viele Themen, die hier oder dort die Kinder und Schüler interessieren, Zeit vertreiben. Sie sehen das unten, also Dinge, die auch vielleicht gar nicht vordergründig für das Lernen in erster Linie stehen, aber die eine Auseinandersetzung mit den Themen, die Schüler interessieren, quasi inhärent hat, also eingeschlossen hat oder eingeschlossen sind. Es gibt Seiten für Kinder, jede Menge im Internet, die man als Lehrer nutzen und ansteuern kann. Ich habe jetzt mal die Augsburger Puppenkiste. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber im deutschen Sprachgebrauch ist es eben eine
eine feste Instanz, wie es andere auch gibt, hier mit Lukas, dem Lokomotivführer, und Jim Knopf. Also Geschichten, die aus dem Bereich Märchen, Sage, Kinderwelten entstehen, die im Internet präsentiert sind und die man dort wunderbar auch mit Fotos, mit Materialien, Videos findet. Mitmachseiten für Kinder, in denen man mit ihnen gemeinsam oder sie etwas machen lassen kann oder für sie vorbereitet als Lehrer, wenn sie noch nicht so gut lesen oder schreiben oder sprechen können. Vieles gibt es auch als Audiodateien. Das eben nicht nur für Kinder, sondern auch für Pädagogen und Eltern. Die Sendung mit der Maus, ich gehe davon aus, dass alle Jugendlichen und Kinder in Deutschland diese Sendung kennen. Man kann dazu stehen, wann möchte. Es ist auch zum Teil schon zu meiner Jugend gab es das gut gemacht. Da gibt es ganz viele Alternativen. Ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was ich ausgewählt habe. Kika, auch da gibt es ganz viele Dinge für Kinder schon vorbereitet, aufbereitet, die sie interessieren könnten oder interessieren werden. Wie baue ich ein Baumhaus oder ähnliches? Da kann ich erklären, was bedeutet Holz und welche Materialien habe ich noch? Und man kann da ganz vieles lernend einbinden. Kindernachrichten, also Zeitgeschehen für Kinder aufbereitet aus dem aktuellen Kontext. Das, die Deutsche Welle bietet sehr gutes Material von Audiofiles über langsam lesende Nachrichten bis hin zu den verschiedenen Niveaustufen, die Sie auch aufgeführt finden und auch als Einstiege über Regionen Deutschlands, über verschiedene Dialekte in Deutschland und dergleichen mehr. Also da kann man sehr, sehr viel zum Deutsch lernen und über Deutschland erfahren und mit Schülern gemeinsam entdeckend bearbeiten. Und ich bin jetzt wirklich fast zum Schluss. Ich denke, die 2 Minuten, die ich jetzt noch mehr nehme, die habe ich am Anfang mit technischer Nichtversiertheit vergeudet. Geolino, also Zeitschriften, in denen Kinderthemen aufbereitet werden, wie wir es bei der Vorrednerin hatten, mit Umweltschutz, mit Recycling. Wie ist es denn in Deutschland oder in Russland und wie weit sind da oder welche Konzepte gibt es? Wo soll das hin oder wie steht das zueinander? Dann, das waren genau, das sind jetzt die letzten beiden Folien. Auch die Lernkontrolle, es muss eben kein Test sein, den der Lehrer in die Gruppe gibt oder die dann beim Lehrer zusammenläuft, sondern die Kinder können selbst über einfachste Programme sich Fragen überlegen. Das können sie auch in Russisch vorbereiten oder in ihrer Muttersprache. Und dann kann man es übersetzen oder mit ihnen gemeinsam daran arbeiten, Kreuzworträtsel zu erstellen beispielsweise. Und das machen Schüler und egal welchen Alters unglaublich gern, dass sie dann eben nicht nur Empfänger eines Kreuzworträtsels sind und es ausführen sollen, weil sie dann den Test machen, sondern dass sie das Kreuzworträtsel selbst anfertigen. Und das ist mit so einfachen Tools, die ich im Internet unter der Internet-URL, die ich Ihnen eingeladen habe, finde, ganz einfach und also kinderleicht zu machen für Lehrer und für Eltern und für Pädagogen. Und natürlich gibt es auch gutes Material, Lernmaterial, was man einsetzen kann. Hier nur ein Beispiel. Und das wären jetzt genau für die verbleibende Viertelstunde, die wir jetzt noch gemeinsam diskutieren und Fragen beantworten können. 3 Fragen, die ich vorbereitet habe, die Sie sich vielleicht mal selbst stellen können. Das muss jetzt nicht jetzt sein, sondern mit Blick auf den nächsten Kurs, den Sie mit neuen Lernern oder mit Beginnern oder Anfängern haben. Und fragen Sie sich einfach mal, ich glaube, es ist notwendig, dass Lernende eigene Entscheidungen über ihr Lernen treffen. Und was könnten so Gründe sein, zu sagen, es muss ein Stück weit weg von mir als Lehrer gehen, hin zu den Schülern? Was fällt mir dazu ein? Ich glaube, selbstständiges Lernen ist schwierig, weil, also auch da bitte ehrlich sein, was sehen Sie als Hürden, als Probleme, als Schwierigkeiten, die Schüler, wie ich es in dem Vortrag versucht habe zu zeigen, in den Mittelpunkt des Lernens zu rücken und ihr Interesse zu wecken. Das ist, ich weiß, in Institutionen und in Kursen nicht immer einfach, aber es geht ja um diese Denkbewegung, die ich anregen möchte. Und wenn selbstständiges Lernen im Unterricht gefordert werden soll, worauf muss man unbedingt achten? Und das ist dann auch meine Schlussfrage. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt wirklich sehr gespannt auf das, was Sie mitgenommen haben, was Sie vielleicht jetzt noch sofort diskutieren möchten, gerne sonst auch im Chat oder auf anderem Wege zu einem späteren Zeitpunkt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ballert. Es sind über 164 Kommentare unter dem Livestream und ich schließe mich ganz an. Also so viele interessante und nützliche Informationen. Danke, danke, danke. Vielen Dank für Ihre Links, Herr Ballert, mit Ausrufezeichen. Dazu kann ich mich, da kann ich mich nur anschließen. Ich danke Ihnen auch für den theoretischen Input und für die Links zu den Quellen, was auch natürlich sehr wichtig ist.
Und danke Ihnen, dass Sie verschiedene Maximen dieses Themas Motivation gezeigt haben und wo auch da die Spannen liegen bei dem Thema. Ich erlaube mir ein paar Kommentare vorzulesen. Zum Beispiel, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass Motivation und Motivierung nicht das Gleiche ist. Im Russischen gibt es ein Wort für beides. Danke. Interessante Anmerkung. Ohne Motivation geht nichts. Motivation ist auch für Studenten wichtig, die Deutsch als zweite Sprache erlernen. Motivation ist das Thema Nummer eins in der Sekundarstufe. Guten Tag, gute Ideen, Abenteuer, Kreativität sind beste Freunde der Motivation. Und ich wollte somit noch einen Themenbereich der Lehrkraft betreten. Also die Kolleginnen schreiben, guten Morgen, motivierte Lehrer, gleich motivierte Schüler, für das eigene Fach brennen, die Eigenmotivation des Lehrers als wichtige Kompetenz. Lernfreude muss von vorleben, um die Lernenden zu erreichen. Sehr interessantes Thema, unbegrenzte Möglichkeiten. Jeder findet seinen Weg, um das Kind zu motivieren. Und genau, und das hängt auch mit der Frage zusammen, geben Sie sich wirklich Mühe, für jeden Schüler einen individuellen Einstieg in das Erlernen einer neuen Sprache zu eröffnen? Gelingt es Ihnen? Dann muss man auch zugeben, ja, wollen Sie das kommentieren oder lassen wir das als Ja, eine. ich würde ganz kurz, dass, solange ich die Chance habe, hier noch persönlich und live zu antworten, das nochmal ja, mit dem Titel zu verbinden. Das, was ich gemacht habe, ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen unredlich, aber es ist ja das, was Didaktiker anbieten können. Ich kenne ihre Lerngruppen, ihre Lernsituationen nicht in Hangouts, in UFA oder sonst wo, wo sie unterrichten. Also weder die Schüler oder die Lernergruppen noch die Bedingungen, unter denen sie unterrichten. Aber speziell im letzten Teil, was ich gezeigt habe, mit den Methoden oder im mittleren Teil mit den Methoden. Dazu brauche ich nicht viel Material oder viele Computer oder technische Ausstattung, sondern es geht darum, dass ich die Lerner miteinander in Beziehung setze und dass ich die Möglichkeiten, die die Lerner mitbringen aus ihrer kulturellen, sprachlichen Verortung, als Referenzebene nutze, um dazu Kontrasterfahrung in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur anzuregen. Weil, ich habe es ja gesagt, mit dem Fußballverein, das ist völlig abwegig und trivial. Wie gesagt, es interessiert mich selbst auch kaum bis gar nicht. Aber Jungs in einem gewissen Alter ist Fußball das Allerwichtigste. So. Und dann geht es eben um Fußballvereine und die wissen dann, wie lange man da hinfahren muss oder also Landeskunde mal über Strecken zu definieren, wie lange fahre ich zu einem Auswärtsspiel meines Lieblingsvereins oder wie ist die Region, ist es da kalt oder warm oder was muss ich einpacken, wenn ich da hinfahre, wie viele Tage bin ich und so weiter. Sie ahnen, also das ist wirklich ganz trivial und könnte mal eine spannende landeskundliche Erfahrungsweise sein, zu sagen, wie komme ich da hin mit der Transsibirischen Eisenbahn oder ist es überhaupt angebunden? Gibt es da eine, ich will mich nicht schon wieder rausreden, aber Sie sehen, ich kann nicht eine Lösung für alle anbieten, sondern das hängt sehr stark von dem ab, welche Schüler Sie vor sich haben, welche Bedingungen Sie vor Ort haben und was auch Sie interessiert, wo Sie sagen, okay, dafür brenne ich auch und das will ich einfach mal als Angebot machen und das, was ich dann zuletzt gezeigt habe im Internet, da ist es Ihrer Fantasie meines Erachtens keine Grenzen gesetzt, wenn Sie wissen, warum und wie Sie es einsetzen wollen. Und das werden die Schüler, glaube ich, ganz sicher Ihnen hoch anrechnen und dann auch selbst auf diesen Weg gehen und sich vielleicht darauf einlassen und dann ganz neue Lernerfahrungen sammeln. Vielen Dank. Damit hängt gleich die nächste Frage zusammen oder ein Kommentar. Die Schüler abholen, wo sie stehen. Manchmal frage ich mich, wer hier wen abholt. Hier besteht noch ein großer Fortbildungsbedarf für die Lehrer, besonders wenn es um digitale Medien oder Social Media geht. Und die andere Kollegin fragt, wie alt soll ein Kind sein, um Sozialmedien Medien zum Deutschlernen zu benutzen? Haben Sie da Erfahrungswerte oder Empfehlungen? Auch hier gibt es keine allgemeine oder generelle Aussage. Also das würde ja bedeuten, dass die Lehrer in der Regel älter sind als die Schüler. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt oder sie haben andere Erfahrungen im Umgang mit Medien. Ich zu meiner Jugendzeit auch. Und die Schüler heute gehen wie selbstverständlich mit den Techniken um, den Dingen, die sie im Internet finden. Ich glaube auch hier nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Gemeinsames. Also was für eine Zacke bricht mir aus der Krone, wenn ich den Schülern mal mir zeigen lasse, was sie da machen.
Also diese Medienkompetenz umdrehen, nicht zu sagen, ich muss den Schülern alles beibringen, sondern ich bin selbst auch Lernender und ich darf lernen und alle müssen lernen und ich muss mich genauso den Jugendlichen anpassen oder nicht anpassen, aber ich muss mich interessieren für das, was sie interessiert. Das ist so eine wechselseitige Basis, auf der Lernen dann ganz anders stattfindet, als wenn ich mal sage, ich sitze auf dem Wissen der Sprache und habe ein Hoheitswissen und das gebe ich euch weiter. Also, dass ich in den Dialog eintrete und auch auf der Medienkompetenzseite mir von den Schülern Sachen zeigen lassen, die ich einfach nicht weiß oder kenne, und da sind die sofort dabei. Und das bedeutet, ich muss so ein Stückchen diese Rolle der Autorität abgeben, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Schüler das dankbar annehmen und gar nicht aus der Rolle fallen, sondern im Gegenteil hocherfreut sind, dass jemand mal diesen Perspektivwechsel mit ihnen zutraut. Und das ist doch eine wunderbare Bereitschaft, auf der ich dann ganz andere Sachen wieder einfordern kann, die ich für richtig erachte. Dankeschön für diesen Hinweis, den halte ich auch absolut für sehr wichtig. Eine andere Art von Fragen, die ich aber nicht übersehen kann. Sehr geehrter Herr Ballert, könnten Sie bitte erklären, was Kartoffeltheater ist? Kartoffeltheater steht für eine Reihe von Spielen, die, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aus dem Bereich der YouTube-Videos. Also dann werden Playmobil-Figuren genommen oder Skizzen gezeichnet, die dann so auf den Tisch gelegt werden. Also mit Kartoffeln kann ich dann entweder Kartoffeldruck machen oder es sind kleine Figuren, die ein Theater inszenieren oder eine Szene nachbilden oder darstellen. Also das ist einfach nur das Medium, mit dem ich irgendeine Materialisierung von Text, von Situation, von Literatur, von Handlung, von Akteuren inszeniere. Das kann auch ein Fußballstadion sein, wo ich die Spieler habe, die 11, und außenrum sind die Zuschauer, da gibt es den Schiedsrichter, also quasi eine Materialisierung von Szenen. In dem Fall Kartoffeln, ich denke, die sind Land auf, Land ab, auch in Russland hoffentlich nicht zu allen Jahreszeiten gleich verteilt. Natürlich soll man mit Essen nicht spielen und natürlich dürfen sie ja auch gegessen werden, aber es ist einfach die Möglichkeit, stellvertretend etwas in eine reale Welt zu überführen, mit denen Schüler dann etwas machen, handeln machen können. Das können auch Spielfiguren sein oder anderes mehr. Vielen Dank. Eine Frage, die ich unbedingt stellen wollte, könnte ich noch irgendwo Ihre Artikel zum Thema lesen? Also ich wollte sagen, dass wir die Präsentation auf jeden Fall zur Verfügung stellen werden. Danke, dass Sie das genehmigt haben. Jetzt treffen Sie einen wunden Punkt. Ich habe ja gesagt, dass ich bei der Recherche nach dem Thema Motivation überrascht war, wie wenig Literatur und wie wenig wissenschaftliche ja, Beschäftigung damit bislang einherging. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf den Weg gemacht und Sie haben gesehen, dass ich verschiedene Disziplinen verlassen habe. Also der Sprenger, auf den ich mich beziehe mit dem Begriff Mythos Motivation, der ist kein Sprachwissenschaftler, der ist auch kein Sprachenlehrer, sondern der ist einerseits Philosoph und berät die deutschen Top-Konzerne als Unternehmensberater mit seinen Büchern. Und das ist eher so Trivialliteratur, wo die Kollegen der Wissenschaft die Nase rümpfen würden. Aber er hat diesen Begriff der Motivierung ein Stück weit aufgegriffen und eingeführt und ist sehr populär und ein hochkluger Kopf. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so ein bisschen zusammengepuzzelt, was ich in dieser Präsentation hier mache. Ich finde es nach wie vor schlüssig und finde es richtig gut, aber ich habe es noch nicht geschafft, es in einen wissenschaftlichen Artikel zu bringen und würde dann Ihren oder die Impulse, die jetzt eingehend kommen, das nochmal ja, als Nachweis werten, zu sagen, okay, ich sollte da auch mal einen Artikel dazu schreiben oder daraus machen. Vielleicht gelingt es mir bald und dann würde ich ihn gerne auch zur Verfügung stellen. Ja, das hoffen wir sehr. Sie haben jetzt zwei Schwerpunkte angesprochen. Einerseits theoretische Basis, andererseits Unternehmensberatung. Und das wären meine zwei letzten Fragen. Eine Frage zu den Prinzipien. Gibt es Befunde aus der Praxis zu den 15 Prinzipien, also des lerneraktiven Deutschunterrichts? Hat man untersucht, wie sich diese in der Praxis auswirken? Das ist vielleicht die Frage, die auch in die gleiche Richtung geht. Kann man darauf eine pauschale Antwort geben oder? Also darauf kann man, Entschuldigung, leider keine pauschale Antwort geben. Es sind 15 Prinzipien, die ich dort gefunden habe, speziell für das Sprachenlernen mit Novizen, also mit Anfängern. Aber als Fachdidaktiker und da mit einer langen Historie selbst versehen mittlerweile, würde ich sagen, das sind Prinzipien, die für andere Kontexte eben nicht nur für das Sprachenlernen, sondern generell für Unterrichten, für Lernsituationen gilt.
Und da gibt es viele Untersuchungen, dass eben diese Handlungstätigkeit, die Beteiligung, das Mitwirken von Schülern motivational unschlagbar ist. Also dass ich eben sie nicht nur als Empfänger von Nachrichten oder von Lerninhalten adressiere, als Lehrer etwas vorgebe, sondern sie aktiv selbst einbeziehe und sie beteilige, indem sie etwas machen müssen. Nicht nur meine Erwartungen erfüllen, sondern selbst sich ausprobieren dürfen. Und da wiederum gibt es ganz viele Hinweise in der pädagogischen Psychologie, in der Psychologie überhaupt, in der Didaktik, dass das ein Weg ist, der methodisch im Vorteil ist, als zu sagen, das Lernen wird vom Lehrer als Konserve angeboten. Das bezieht sich nicht explizit auf das Sprachenlernen, nicht explizit auf das frühe Sprachenlernen. Also da könnte ganz sicher die eine oder andere Forschung das unterstützen, aber generell die Aussagen, die da getroffen sind, gelten meines Erachtens pauschal für ganz unterschiedliche Lernfelder und Lernbereiche. Dankeschön. Ich erlaube mir die letzte Frage. Also Sie haben über Klaviatur der Motivlagen von Lernern gesprochen. Bei einer Fortbildung in einer Kommunikationsagentur habe ich einen Begriff Motivationsorchester gehört. Und Ihre persönliche Einschätzung, lässt sich Thema Agenturen, also das Thema Marketing, eben DAF-Marketing, auf das Deutschlernen anwenden? Oder ist es eher Sympathiewerbung und ganz anderes, also was ganz, ganz anderes, wo dann die traditionellen Marketinginstrumente nicht so eins zu eins übertragen lassen von dem kommerziellen Bereich? Das würde mich persönlich interessieren. Gut, also das ist eine heikle Frage, die ich nicht zurückweisen will, aber die einer längeren Antwort bedürfte. Und deswegen frage ich jetzt, ob ich vielleicht diese Minute habe, dann will ich es versuchen gerne. Marketing steht dann im Verdacht, dass hier Dinge beworben werden, die es gar nicht verdient haben, nur damit ich sie konsumiere oder damit ich sie benutze. Bei einer Sprache würde ich sagen, das Marketing muss so ein indirektes Marketing sein, dass ich also Lust auf das Land, auf die Kultur, auf die Menschen mache, die mir fremd sind. Vielleicht auch hier eher so ein Anspruch, den man im Marketing eher so selten hat. Also da wird ja immer alles schmackhaft gemacht und ein Häppchen gereicht und es muss sofort leicht konsumierbar sein. Das muss bei Sprachen gar nicht so sein. Das muss eher aus den Schülern herauskommen zu sagen, oder das Marketing muss darauf abzielen zu sagen, du erlebst ja etwas, was du dir vorher gar nicht vorstellen kannst. Und das gilt dann für alle Sprachen gleicherweise. Und da muss man eben, wie ich es bei den Neuschwanstellen versucht habe, dann mit den Themen FC Bayern München oder ich will es nicht überstrapazieren, aber Sie ahnen, dann braucht ein anderes Marketing. Das muss also eher nicht an einer Konsumorientierung, sondern an einer, du erlebst ja etwas, also an einem Eventcharakter. Das muss ja auch nicht das Oktoberfest sein, aber an etwas, was die Schüler wirklich ohnehin interessiert. Wie ist es denn in dieser anderen Sprache oder dort? Und vielleicht noch das ganz kurz. Motivation ist auch in der Didaktik ein hochumstrittener Begriff, weil, dann schließe ich das, es gibt den Begriff des Budenzaubers oder des Motivationsschnickschnacks bei Grell und Grell, die das bezogen auf den Einstieg in eine Unterrichtsstunde kritisieren, dass der Lehrer unglaublich viel Energie darauf verwendet, einen interessanten, spannenden, marketinggerechten Beginn die ersten 10 Minuten eines Unterrichts plant und so viel Energie und Konzentration auf diese Motivierungsphase legt, dass er darüber das danach vergisst. Und wenn es dann nicht in dieser ganzen Lerneinheit irgendwie aufgegriffen wird, ist also dieser Marketing-Effekt für das Thema, der am Anfang vom Lehrer gesetzt wird, verpufft. Das heißt, Marketing darf nie darauf aus sein oder Marketing im Bereich des Lernens, einen punktuellen, kurzen Impuls zu setzen, sondern muss wirklich bei dem Schüler ansetzen und das muss dann auch durchgehalten werden. Das wäre meine Botschaft zum Schluss. Vielen Dank. Also ein Thema in wenigen Minuten zu besprechen, ist natürlich nicht möglich. Deswegen, genau, tut mir leid, dass ich jetzt die Diskussion schließen muss. Völlig klar. Es sind inzwischen 226 Kommentare mit ganz vielen Dankesworten. Denn ich mich sehr gerne anschließe, bedanke ich mich bei Ihnen für den spannenden und nützlichen Vortrag. Und ja, ich freue mich auf Ihren Artikel. Gut. Vielen Dank. Also wenn ich säumig bleiben sollte, erinnern Sie mich daran, Sie dürfen mich beim Wort nehmen. Ich werde es einfach auch durch die vielen positiven Anregungen, die ich jetzt aus der Gruppe gezogen habe, nochmal in Angriff nehmen. Vielen Dank.
Ihnen Dankeschön. einen guten Tag und guten weiteren Verlauf der Tage wünsche ich allen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Vielen Dank. Wiedersehen.